Hey liebe, wow. Ob man das gehört hat, das war der Mega-Einstieg. Hey liebe Leute, ich bin der Julian, oder einfach der Ju, bitte, nennt mich so. Während ich gerade an dem nächsten Pen and Paper schreibe und es draußen gewittert und ich ein paar Videos nebenher schaue, dachte ich mir, komm, drehst du mal eben oder schreibst du mal eben auf, was für den nächsten Monat wichtig ist. Denn Hallöchen, wir sind im Vorschau-Video für den Juni 2017. So, ich habe heute nur 4 Punkte auf der Liste. Allerdings gibt es noch einen 5. Punkt, den ich noch zusätzlich dazu packen muss. Ich verweise hierbei einmal auf ein Video, was ich kürzlich gemacht habe, oder gleich erstmal. Momentan ist mein PC-Aufnahmeprogramm aus mir unbekannten Gründen nicht funktionsfähig. Shadowplay, das grafikkarteninterne Aufnahmeprogramm von Nvidia, funktioniert bei mir seit dem letzten Update nicht mehr und auch das Update danach hat nichts gefixt. Wenn ihr wissen wollt, was genau da problematisch ist, ein paar Beispielaufnahmen habe ich hochgeladen in dem Video. Info, Hilfe, mein Aufnahmeprogramm spinnt, habe ich vor ein paar Tagen hochgeladen und da wird das nochmal ein bisschen genauer erläutert. Demnach kann ich momentan keine neuen Aufnahmen am PC machen und muss mich erstmal auf Konsolenaufnahmen beschränken oder alte, bereits vorproduzierte Videos hochladen. Und damit möchte ich auch anfangen mit letzterem, denn Payday 2 ist ja ein Projekt, was bei mir momentan jeden Freitag um 19.30 Uhr online geht. Und das Gewitter. Und das wird auch noch die nächsten, wenn mich nicht alles täuscht, 3 Wochen der Fall sein. Das sind noch Payday-Videos, wo wir noch den Get Germanized und den Vlog Dave als Gäste dabei haben. War eine ziemlich coole Sache. Wir wollten eigentlich auch schon weiter aufnehmen, aber also demnächst. Aber das funktioniert jetzt halt erstmal nicht, weil das ist halt logischerweise am PC und wenn man auf einem Programm da so eine Scheiße fabriziert, dann geht das natürlich nicht. Ja, aber die nächsten 3 Wochen kommt das auf jeden Fall noch jeden Freitag um 19.30 Uhr. Das sind die PC-Aufnahmen, die ich noch auf Lager habe. Dann vor ein paar Tagen hat ja Kingdom Hearts Dream Drop Distance für die PS4 gestartet. Das läuft voraussichtlich auch noch den kompletten Juni 2017 und kommt regelmäßig weiter, täglich um 15 Uhr. So, da ich ja nur Ende des letzten Monats Mario und Luigi Superstar Saga dann gezwungenermaßen direkt wieder abbrechen musste, weil eben die PC-Aufnahmen nicht funktionieren, startet ersatzweise morgen am 1.6. um 18.30 Uhr Resident Evil 1 in der HD Remaster Remake, Remaster so, Version für die PS4 halt. Und das kommt dann täglich um 18.30 Uhr. Geht vermutlich ja noch den ganzen Juni, wenn es aber schon im Laufe des Junis fertig werden sollte, dann folgt noch kein Nachfolgeprojekt, sondern das ist im Juli. Ja, und dann werde ich eventuell im Laufe des Monats nochmal ein paar Vlogs, also die was Unitechnisches thematisieren, hochladen. Das steht aber noch nicht ganz fest und eventuell kommen zwischendurch noch ein paar Folgen Wer bin ich, die ich mit Ömer aufgenommen habe, als er hier war. Steht aber auch alles noch nicht fest. So, das war's schon. Wenn ihr irgendeine Idee habt wegen dem Aufnahmeprogramm, bitte Bescheid sagen und draußen geht bei mir jetzt gerade ein heftiges Unwetter los. Okay, ciao, ich bin der Julian. Tschüss, ja, bis zum nächsten Monat und viel Spaß im Juni auf meinem Kanal.